Das zweite ist, müssen es Drachen sein? Oh ja, die Riesen. Wir können die Riesen, die sind die Feinde der Drachen. Und das sind ja vier Riesen. Was ist ein Riese? Egal. Nee, aber ich meine, es gibt einen weiteren Punkt, den wir bis jetzt überhaupt ignoriert haben. Und zwar, nicht nur müssen wir uns Sorgen machen wegen dem Karfunkel von dem Viech, sondern auch wegen dem Splitter. Und dem Halsband. Und wir wissen, dass der Rest der Untotenbande aktuell hinter ihm her ist, wegen diesem Splitter. Und sie alle im Krieg miteinander sind. Ja, und er schafft gerade ganz viele Sachen nach Wehrheim. Das haben wir ja mitbekommen. Also diese Knochenblei war das doch, nicht wahr? Was auf dem Wagen lag. Und wenn wir wahrlich verzweifelt sind, könnten wir sogar die etwas unlautere Hilfe aus Maraskan annehmen. Wir müssen auf jeden Fall die Zwerge aus Xornos. Ohne die geht es nicht. Wenn jemand die helfen uns mit Sicherheit. Lass uns jetzt erstmal um Verbündete kümmern, die uns vielleicht nicht helfen. Also den Typen aus Maraskan würde ich nicht einen Meter über den Weg trauen. Der wird uns abstechen und vielleicht den Drachen. Der Reihenfolge. Höchstwahrscheinlich, ja. Wie wäre es denn jetzt? Ich weiß nicht. Wen gibt es denn noch auf diesem Kontinent? Die Elfen. In Darion. Meine Sippe hat mich ausgesandt. Ich bin also schon hier. Ja, da gehst du zurück und sagst, wir brauchen auch noch die anderen, weil wir den Drachen töten wollen. Und ich fahre doch zurück bei den anderen. Wir haben gemeinsam gesprochen und befunden, dass es für den Moment am besten ist, wenn ich euch begleite. Das habt ihr befunden und ihr seid ja zu uns zurückgekehrt und ich sage jetzt, ihr geht dann jetzt wieder dahin zurück und holt eure Elfenfreunde und dann töten wir gemeinsam den Drachen. Darion, wie viele Leute leben in eurer Sippe? Darf ich das fragen? In meiner Sippe 3x12. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich will nichts sagen, aber nichts gegen 36 Elfen. Das sind 36, oder? Ja, das ist mehr als 0 Elfen. Oder ein Elf. Richtig, aber 36 Elfen werden jetzt gegen den Drachen nicht den Unterschied machen. Aber Elfen helfen. Ja, natürlich helfen. Und wenn ihr wirklich möchtet, kann ich sicherlich ein paar andere Sitten besuchen und sie fragen, was sie gegen den Drachen unternehmen. Vielleicht können sie euch mehr erzählen. Größere Magie wirken gemeinsam oder etwas ähnliches? Ja, das ist eine sehr gute Idee eigentlich. Könnt ihr eure Kräfte verbinden? Selbstverständlich lassen sich unser Mandra auch gegen den Drachen einsetzen. Aber er ist ein mächtiges Wesen. Und ihn auf eine solche Weise anzugreifen wäre wie wenn eine Stechmücke euch in die Hand sticht. Ja, aber ist doch egal. Jeden Schaden, den wir dem Drachen zufügen können, ist guter Schaden. Ihr könntet ja vielleicht nicht gegen den Drachen direkt angreifen, sondern gegen seine bestimmt Tausenden von Untoten, die da auch rumlaufen. Ach, die gibt's natürlich auch noch, genau. Könntet ihr auch alle totschießen, das würde schon sehr viel helfen. Und wenn die Zeit gekommen ist, werde ich in einigen Sitten sprechen. Ich bin mir sicher, sie haben auch ihre eigenen Pläne. Vielleicht wollen sie euch ja helfen. Ja, der Zwerg hat gesagt, dass das gut ist und dass sie das machen müssen. Und wir hatten ja davon geredet, dass es gibt wahre Namen von Drachen, von Feen und von Elementaren. Sagt Boltax, gibt es nicht vielleicht etwas Größeres als die Elementare, die du bis jetzt beschworen hast, etwas natürlich im Vergleich? Es gibt noch sehr viel mächtigere Wesen, die theoretisch anrufen könnte, aber die Meister der Elemente und die elementaren Meister selbst. Wäre es möglich, einen solchen um Hilfe zu bitten? Die elementaren Meister, unwahrscheinlich. Das letzte Mal, dass ein elementarer Meister mit jemandem in Kontakt getreten ist, das war der elementare Meister des Feuers mit Xenos. Den haben wir ja kennengelernt. Er hat einen ganz guten Draht zu dem Element Feuer. Aber
Es wäre genau der nicht angebracht, um naja, die Flamme vom Pyldrakor wieder loszuwerden, zu versperren? Nun, eventuell haben wir die Möglichkeit, mit Xenos zusammen ein entsprechendes. Oh, ja, aber ich denke nicht, dass die enormen Kräfte derjenigen in unsere Sphäre eingreifen. Ich glaube nicht. So wie. Aber es ist etwas, was wir meiner Meinung nach versuchen sollten. Es ist auf jeden Fall wahrscheinlicher, dass uns ein solcher Meister hilft, anstatt dass uns ein Drache hilft. Das in jedem Fall. Sie haben auf jeden Fall ein Interesse daran, dass insbesondere alles, was von Pyldrakor kommt, und ich denke, sie sind auch da stumpf und stiel ausgerottet wird. Denn Sie sollten sich auch daran interessieren, dass die Elemente wieder ins Gleichgewicht gebracht werden, oder nicht? Eben darum. Alles, was von Pyldrakor kommt, bringt diese Elemente ins Ungleichgewicht. Das haben wir gerade jetzt angesprochen. Wir kämpfen in Werheim. Nach dem, was der Magnum Opus dort angerichtet hat und alles in Unelemente verwandelt hat, versucht das doch vielleicht als Argument vorzubringen, um dir die Unterstützung eines solchen mächtigen Elementars zu... Sollten wir noch einmal in der Nähe von Werheim sein, ihr erinnert euch noch an diesen Ort, wo wir gewesen sind, dieses enorme Heiligtum, an dem wir die Mutter Sumu selbst gespürt haben, alle miteinander. Das war sehr schön dort. Wenn es überhaupt die Möglichkeit gäbe, ein entsprechendes mächtiges Wesen anzurufen, dann dort. Ich würde sagen, das ist definitiv etwas, was wir versuchen sollten. Ein gutes Stichwort, was es vielleicht lohnt, weiter zu betrachten. Nehmen wir uns die Aventurienkarte und die Orte Wahrung, Werheim und Garrett. Oder einen beliebigen anderen. Wenn wir das Schlachtfeld selbst wählen könnten, welches würdet ihr wählen? Irgendeins, was so weit wie möglich von seinen Untoten weg ist. Ich glaube, das steht nicht zur Debatte. Ich denke, Werheim ist das Beste. Ich will nicht, dass wir in Garrett kämpfen, nicht wo so viele Lebende noch sind, die, naja, ihm zum Opfer fallen können und ihm sogar Kraft geben können dadurch. Werheim ist bereits vernichtet und unter den richtigen Umständen können wir es sogar nutzen. Wahrung ist viel zu weit weg von allem, was uns helfen könnte. Wenn ihr den Drachen wirklich jagen wollt, solltet ihr dies idealerweise dort tun, wo er euch nicht mehr leicht entkommen kann. Genau, ich würde den Ort wählen, wo er beschäftigt ist. Etwas hält ihn in Werheim. Er bereitet dort etwas vor. Dies könnten wir uns zunutze machen. Wenn wir dieses Ritual gefährden, muss er es beschützen. Er kann nicht weg. Er muss dort bleiben. Wenn ihr sein Nest bedroht, wird er kommen und kämpfen. Warum können wir nicht kämpfen? Es ist sein Reich. Wir wissen nicht, wie es dort aussieht, was er an Unterstützung da hat. Wir haben absolut keine Unterstützung da. Es ist für uns ein Todesfall. Und da wäre es doch furchtbar dumm. Ja, wir werden es herausfinden, aber ich denke trotzdem, dass es eine dumme Idee ist, dort zu kämpfen gegen den Drachen. Mir fällt gerade noch etwas ein. Ich weiß nicht, inwiefern das relevant ist für euch und eure Planungen, wo wir jetzt kämpfen sollen. Aber wenn er die Flamme von Pyldrakor nun mal hat, dann ist seine Macht über das Element Feuer sicherlich relativ groß. Das entgegengesetzte Element wäre welches? Wasser. Genau. Wo ist die nächste größere Wasseransammlung? Nun, in Werheim gibt es den Dergel. Das ist ziemlich der größte Fluss im Umfeld. Und der Dergel mündet wo rein? Ins Ochsenwasser. Wie habt ihr vor, den Drachen nach zum Ochsenwasser zu bringen? Warum sollt ihr dorthin gehen? Warum wir dies? Warum sollt ihr dorthin gehen? Denkt an das, was wir unter Romulus gefunden haben. Glaubt ihr, nur wegen ein paar Stelen kehrt ihr nach Romulus zurück? Wir wissen nicht, was im Kopf eines Drachen vorgeht. Ich wollte es nur als Punkt anbringen. Möchtet ihr das weiter ausführen? Ja, in der Tat. Unter dem alten Buchensanger in Romulus haben wir ein Stelengebilde, offensichtlich auch trollischen Ursprungs, gefunden, das die Utas-Pforte darstellt.
einer. Das reicht zu den Toten. Außerdem versuchen sie dort scheinbar aus. Haben sie versucht, eine unheilige Dämonenkultur zu schaffen. Das könnte tatsächlich funktionieren. Wenn man vielleicht nicht in Romulus kämpft, sondern vielleicht etwas nördlich im Ochsenwasser, um das Element Wasser in Verbindung damit zu setzen. Vielleicht gibt es dort einige Djinn oder Elemente, die im Ochsenwasser selbst schwimmen, und zudem gibt es viele starke Gerüchte, dass sich im Ochsenwasser selbst ein Riese befinden soll, der dort schläft und liegt und ruht. Apropos Riesen, gibt es einen elementaren Meister des Wassers? Ja, natürlich. Zu jedem Element gibt es auch mehrere. Hat jemals jemand mit dem geredet? Du weißt, dass mir das Wasser nicht so geheuer ist. Ein Geoda hat das sicherlich nicht getan. Nun, also im Vergleich wäre es fast Druiden. Genau, dann müsste man mit Druiden sprechen. Wir dürfen nicht vergessen, die Elementaren Meister sind sehr machtvolle Elementare, und darüber steht dann noch einmal der Elementarherr, wie gesagt. Was ist mit den Trollen? Die sind machtvoll Verbündete. Und die Trollzacken sind ebenso dann in der Nähe des Ochsenwassers. Könnten wir sie gewinnen als Verbündete? Das würde uns viel helfen. Wir kennen einen Schaman der Trolle. Nun, es ist nicht abwegig. Ja, wenn wir Graulhaar wieder begegnen und ihm genug Honigbonbons mitbringen, vielleicht können wir ja einen solchen Vorschlag bringen. Das ist eine sehr gute Idee. Kennt ihr übrigens die Geschichte vom Schuppenbrecher, die Drachenschneider? Natürlich, natürlich. Ich nicht. Kannst du sie mir erzählen? Ja, natürlich. Der Ursprung dieser Waffe ist wohl auch trollisch. Das habe ich zumindest mal gehört, als mir das so ein... Wie heißen eure Liedersänger denn nochmal? Bade. Genau, Bade, das erzählt hat. Ja, und sie wurde wohl ursprünglich vom Trollkönig Ronkold geführt. Also der, dem auch die Axt, die wir ja haben, Nadukas, gehört hat. Naja, und dann ist sie irgendwie während der Kriege wohl verloren gegangen, und dann wurde sie umgeschmiedet, und am Ende wurde sie zur Spitze eines Drachentöters, der von, ach, wie hieß er denn noch? Bergold vom Schwarzfels war es, glaube ich, ein bulliger Hühner, ein Streiter aus dem Hause Schwarzenfels. Und der ist dann damit gegen Alopir gezogen. Ja, ja, das war Alopir, meine ich. Und hat sich ihm im Hof der eigenen Burg entgegengestellt. Und das war ein Kampf, sage ich euch. Oh, die haben gekämpft. Und dann ein Hieb von der Waffe, von Schuppenbrecher, spaltete den Unterkiefer des Drachen. Na, ja, das war's. Apropos Waffe. Ihr solltet dazu erwähnen, dass Bergott danach von Alopir gefressen ward. Korrekt. Ja, gut. Das ist richtig. Schwarzenfels ist seitdem nur noch eine verbrannte Ruine. Es klappt nicht die Waffe. Wir haben auch noch nun Finsterfang zur Verfügung. Das könnte uns definitiv gegen Halsblatt und Splitter helfen. Was ist Finsterfang? Eine Lanze aus Endurium. Boah, das klingt gut. Das Endurium sollte hoffentlich, wenn es gut genug geschmiedet ward, die Kettenglieder zumindest zerschneiden. Vielleicht die unheilige Macht darin nicht zerstören, ob zumindest ihm das Halsband herunterschneiden. Wir haben nun zumindest die beiden Teile der Lanze, wenn sie wieder zusammengefügt werden. Ja, und wir haben einen Ritter, der, wenn wir es richtig anstellen, kann der nicht nur, ist das nicht nur eine gute Ablenkung, sondern eventuell auch der entscheidende Punkt, um den Drachen zu besiegen, wenn nicht nur, wenn wir vielleicht gar ihn so ablenken können, dass wir vielleicht, dass er denkt, wir sind hinter seinem Splitter her und nicht hinter seinem Karfunkel. Oh, ich denke, die Waffe zusammenfügen, ich meine, Endurium ist ja auch nur Erz, das würde ich mit einem, also,
sollte dafür einen entsprechenden Elementar beschwören können, der das sicherlich auch gerne macht, wenn er weiß, wofür er das tut. Der Schaffer eines Drachentöters ist normalerweise immer die Schwachstelle. Auch bei der Lanze, die Bergott geführt hat, ist diese im Feuer von Alupir verbrannt, sodass auch nur noch die Spitze übrig ward. Aber der Schaft der Waffe ist tatsächlich auch aus Indurium. Damit schaut der Hersinde-Geweihte einmal rüber zu Rafim. Ihr seid der Ritter, der eine Lanze führen kann? Tatsächlich nicht, aber vielleicht kommen wir ja nochmal dazu. Nein, wir müssen unseren Ritter wieder besorgen. Wir müssen unseren Praios-Ritter wiederfinden, der gerade irgendwelche ketzerischen Dinge da im Norden macht. Aber das einzige Problem ist, dass er muss ja unbedingt sich Praios weinen lassen, also können wir ihn nicht verzaubern, um... Wir können schon. Ja, aber dann fängt er wieder an rumzuweinen und das nervt echt. Dann zaubere ich. Vielleicht können wir ihn dafür überzeugen, dass er sich danach einfach geißelt. Klingt nach einem sehr anstrengenden Zeitgenossen. Oh ja, das ist ja. Ihr beschreibt seinen Charakter in wenigen Worten sehr passend. Kennt man ihn? Nein. Keine Ahnung. Also mir war er davor kein Begriff gewesen. Ich weiß nicht, ob er euch etwas sagt. Wer ist mit so einem Mann mit goldener Falkenmaske unterwegs? Ja, mit Albuim, den Ketzer, läuft er rum. Also der eine da hat ihn einen Ketzer genannt. Ob er wirklich ein Ketzer ist, das wissen wir nicht. Ist das dieser... wie habt ihr ihn noch gleich genannt? Schwieriger Zeitgenosse. Ich glaube, das waren die Worte. Vielleicht lügt aber auch dieser komische Typ da auf Burg... Die Burg nochmal, Auralet. Ich denke, er wird seine Aufgabe erfüllen, wenn er rechtzeitig informiert wird. Man sollte ihn am besten einbestellen, so schnell wie möglich. In der Tat. Ich kann nicht. Auch wenn aber ihr nicht zufällig gerade eine Ahnung habt, wie man den lokalisieren soll, dann wird es aber schwierig. Leg hier drüber zu Abelmir. Nun, ich denke, auf einen Botenvogel würde er schlecht reagieren. Ich denke, ein Elementar wäre eine bessere Wahl. Das kann ich gerne machen. Es gibt natürlich noch einen weiteren interessanten Punkt, der uns helfen kann im Kampf gegen den Drachen. Allerdings würde ich niemals vorschlagen, das als Köder zu benutzen. Was? Du meinst das Wissen darum, wie man den Splitter vernichtet? Das auch, ja. Aber... Das können wir aber super als Köder benutzen. Splitter können nicht vernichtet werden. Doch, wir wissen das. Wir haben ja jetzt eine Möglichkeit. Wie sicher sind wir, dass absolut niemand hier zuhört? Also es hört der Mann da vorne zu, mit dem wir die ganze Zeit sprechen, und er weiß nichts davon, wovon ich ausgehe, dass ihr sprecht, und ich bin auch eigentlich dafür, dass er nichts davon erfährt. Kommt der Mann da draußen auf der Straße, ist auch schon dreimal an unserem Fenster vorbeigelaufen. Ja, aber der hat halt... Oh, jetzt viermal. Nein, wartet, ich glaube, das ist ein anderer. Ihr seht alle so gleich aus. Schön, dass es auch bei Elfen Rassisten gibt, das ist sehr beruhigend. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, so etwas wie der Arpeddrache machte, um uns zuzuhören, zu blockieren? Bitte nochmal, was meint ihr? Gibt es eine Möglichkeit, so etwas zu blockieren, wie der... wie die Drachen gerne machen, um uns zuzuhören. Der wahre Name. Ich meine eher, dass wir deren Blick stören, damit sie uns nicht die ganze Zeit aussparen können. Nun, ein Bannkreis gegen Hellsicht wäre eine adäquate Wahl. Es gibt viele verschiedene antimagische Sprüche. Hellsicht bannen. Und wir könnten uns in eine Koschbasaltkammer stellen. Auch das wäre möglich. Ja, es ist natürlich relativ unmobil, aber ja, wir lassen uns mal eine Koschbasaltkammer bauen, Voltax. Ja, aber wenn es gerade jetzt um hier etwas geht, worüber wir reden wollen. Schleier der Unwissenheit. Ja. Es gibt auch einige kamale Möglichkeiten. Das Kamale obsiegt immer über das Astrale. Das ist richtig. Sumus macht es immer größer. Nun, können wir davon ausgehen, dass der schwarze Drache kein Karma besitzt? Ich denke schon. Er sollte zumindest keines besitzen.
Nein, er ist lediglich auf die astrale Ebene angewiesen. Ja, kann Jalan dann nicht sein komisches Ding machen, was er schon bei dem Jona, als wir in ihren Palast gegangen sind, gemacht hat, um dass niemand mehr zaubern kann? Das würde drei von uns aus dem Spiel nehmen, das wäre eine dumme Idee. Ja, aber wir können ja von weiter entfernt agieren. Meint ihr Jalan von Greifenmund? Das war sein Name, ich habe ihn vergessen. Ja, so heißt er. Jetzt kommt das Gespräch schon wieder. Und ja, Schnattermoor? Bekloppten. Ja, wir kennen den. Nein, wir können nichts dafür. Bitte erwähnt ihn nicht nochmal. Dankeschön. Das ist nicht unsere Schuld. Ich glaube, ich habe... Er lebt noch? Ja. Den kriegt man nicht tot. Er ist unverwüstlich. Also wir haben es probiert, so ist nicht, aber es ist sehr schwer. Unser Abt Primas Erechton hat ihn einmal auf Maraskan getroffen. Ich weiß nicht, was auch immer das Wort ist, das ihr gerade gesagt habt, bedeutet, aber nicht mein Beileid. Stimmt, der Anführer von der Kirche, nicht wahr? Er war es tatsächlich, der mich in all dies hier hinein gezogen hat und nun darauf folgend auch jeden anderen hier. Und nun. Naja, eigentlich bin ich auf Geheiß des Hochkönigs hier, aber ja. Auf Geheiß über sein Faust, aber ja. Aber wo wir gerade von Maraskan und Erechton sprechen und vielleicht auch Verbündeten, vielleicht solltet ihr einmal mit Rakorium Montagonis oder seinem Gehilfen sprechen, seinem ehemaligen Gehilfen, der mittlerweile selbst Spektabilitas ist. Es gibt viele Wesen, viele Menschen, die über Drachen Bescheid wissen. Aber ich ziehe ja auch noch einmal das Gespräch vor, das man mit Apep führt und ihn vielleicht auch einmal auf seine Essenz anspricht, die er gegründet hat. Rakorius Mutagonum, ja. Aber ich sprach ja schon davon, dass Lessan-Khan sich dem Kampf von Borbarat angeschlossen hat und eventuell dann auch an der Seite von dem Schwarzen Drachen streiten wird. Das heißt, wir haben es mit zwei Kaiserdrachen zu tun. Können wir nicht Lessan-Khan erst aus dem Spiel nehmen? Ich denke, dass Lessan-Khan der Schlüssel ist, um seinen Vater Apep zu überzeugen. Und von Apep aus kann man mit Atlasar und Akapyr sprechen. Aha, ich verstehe. Und wenn sich die Drachen gegenseitig zerfleischen, dann schmeißen wir eine große Platte auf alle drauf und maschen sie wie die Fliegen. Müssen wir wirklich einen Drachen fragen? Können wir nicht eine Feefrau oder vielleicht sogar einen Kobold? Nun, wenn ihr einen Drachen bekämpfen wollt, warum fragt ihr nicht einen Drachen? Feen haben es nicht in ihrer Angewohnheit, oft mit Drachen zu sprechen, und Kobolden könnt ihr nicht trauen. Mehr als Drachen. Sehr, sehr, sehr traurig, wenn ihr schon sagt, dass man den Viechern nicht trauen kann. Auf jeden Fall sind Kobolde um ein Vielfaches vertrauenswürdiger als Drachen. Selbst Grolme sind vertrauenswürdiger als Drachen. Und das müsst ihr euch vorstellen. Grolme. Das schockiert mich doch jetzt schon. Ah. Aber ja, ihr sagt, wir sollen Apep erzählen, dass sein Sohn da, die sich mit dem schwarzen Drachen anschließt, und dann soll Apep ganz fürchterlich wütend werden und sagen, nein, nicht mein Sohn, das mache ich nicht, und dann fliegt er los und klatscht den. Und das wollt ihr jetzt? Vereinfacht ausgedrückt, ja. Premium-Plan. Machen wir auf jeden Fall. Klappt bestimmt. Rancorius reden. Ich glaube, das ist ein sehr vernünftiger Mann. Wisst ihr, wo er ist? Zurzeit? Vermutlich immer noch irgendwo in den schwarzen Landen oder in den weißtropischen Landen, wo er halt auch vorher rumgeturnt ist. Können wir nicht irgendwelche anderen Drachen fragen? Wir müssen versuchen, mit irgendwelchen Tatzelwürmern zu reden, aber die Antworten glauben ich nicht. Müssen es ausgerechnet die beiden Drachen sein? Ich erinnere euch, das sind dieselben Drachen, die wir schon einmal gesehen haben. Ja. In der Hesindel-Dunkel. Ja, ich weiß. Unschön. Ich hab dir die Köpfe geguckt. Die wollen deren Hilfe nicht. Ja, wir wollen hier von niemandem die Hilfe, aber ein bisschen Schwund ist immer. Wir benötigen ihre Hilfe. Ich habe einfach das Gefühl, dass sie um Hilfe zu bitten, um alles einfach nur noch schlimmer machen wird. Also erstmal müssen wir dann dahin latschen. Können wir uns das nicht dann irgendwann überlegen, wenn wir in der Nähe sind? Also es ist, als wenn man versuchen würde, ein Lagerfeuer mit einem Waldbrand zu löschen. Wenn es hilft.
Nun, das Lagerfeuer wird danach nicht mehr da sein, aber der Rest auch nicht. Nun ja. Das Mittelreich, da kann ich ein bisschen auf... Es müssen Opfer gebracht werden. Ja, ja, aber ich bin vorzüglich, wenn ich das Opfer bin. Wie sieht es denn eigentlich mit den anderen Reichen aus? Hier, euer Al-Anfa und so, können die nicht auch helfen? Die Hilfe steht doch gerade vor dir. Aber ein bisschen mehr wäre schon ganz schön. Also, was das denn 15, heißen? 15 von deiner Sorte wären besser als einer von deiner Sorte. Das ist richtig, aber ich glaube nicht, dass noch so viel von meinen Brüdern und Schwestern hochkommen. Ich kann mal einen Brief schreiben, ob irgendwer Lust hat, aber versprechen kann ich nichts. Ja, du kannst ja erzählen, dass es total toll ist und ihr einen Drachen ordentlich auf die Schnauze geben werdet und dass es sehr viel Spaß macht und am Ende gibt es tolles Zwergenbier für alle, die mitgemacht haben. Das mag dich schockieren, aber meine Brüder und Schwestern lüge ich nicht an. Aber es gibt tolles Zwergenbier. Das ist richtig, aber das wird trotzdem die übelste Scheiße hier. Ja. Wenn ich das mal so ausdrücken darf. Das ist wohl wahr, aber... Aber ich kann mal fragen. Nur das mit dem Zwergenbier erwähnen. Du musst dir nicht anlügen. Was ist mit Eila von Schattengrund? Mit der sprechen wir doch eh noch. Sie wäre eine wertvoll Verbündete. Wird schon mitkommen. Ich glaube nicht, dass die Alte von der Rundra-Kirche sich sagen wird, ich hab was anderes. Genauso gut Herr Fax fragen. Und können wir nicht auch die Leute mit einbeziehen, die hier wohnen, wo früher CK war? Was war? CK, die Stadt von... Er meint die Novadis. Ja, genau so heißen die. Ach, die sind alle bescheuert. Warum sollten die Novadis uns gegen einen schwarzen Drachen helfen? Weil niemand... Ich glaube, wir Menschen werden uns nicht wirklich helfen. Kennt ihr das Märchen von Chardir, dem Drachentöter? Natürlich. Bitte erzählt es jetzt nicht. Der Sohn der Kühnheit. War ein Novadi. Erzählt mir mehr von ihm. Wir sollten nicht die Novadi fragen, diese Wilden. Ich bin auch dagegen, dass wir uns mit den Novadis verbünden. Doch. Es ist leichter, mit Orks zu sprechen und denen sowas zu bewegen. Das ist eine gute Novadi. Idee, mit denen sollten wir auch reden. Aber habt ihr irgendwie alle 15 Jahre Zeit und ich weiß nichts davon, weil dann können wir das gerne machen. Sonst sollten wir uns vielleicht auf die paar Leute konzentrieren, die uns wirklich helfen wollen. Ja, aber besser, wir haben Verbündete, die mit uns kämpfen, die jetzt vielleicht nicht die nettesten Leute sind und die wir uns auch nicht einladen würden, um einen Maskenball zu veranstalten, als wenn wir gar keine Verbündeten haben und auf Drachen zurückgreifen müssen. Aber keine Orks.